Geld ist schon seit langem eine Art, Gütern einen Wert beizumessen, ob es nun Bargeld oder ein Betrag auf dem Konto ist. Verwenden Sie in Ihrem Alltag eher Bargeld, Kreditkarten oder sind Sie auf Alternativen umgestiegen? Macht diese Änderung einen Unterschied? Gibt es einen gerechtfertigten Bedarf, nach Alternativen zu suchen? Sind andere Methoden genauso sicher oder sogar sicherer? Und welchen Einfluss hat dies auf unser Wirtschaftssystem? Das Konzept Geld ist für uns alle ein unausweichliches Thema, welches uns den Großteil unseres Lebens beschäftigt und zurzeit zu heftigen Debatten in den Medien führt. Aus diesem Grund haben wir uns mit diesem Thema umfassend auseinandergesetzt und wollen nun unser Ergebnis präsentieren. Während ein Teil, besonders die Bürger Deutschlands, für das Behalten von Bargeld sind, da diese Zahlungsmethode mehr Sicherheit und Privatsphäre bietet, ist der andere Teil, insbesondere die Banken, für die Zahlung mit Kreditkarten, da dadurch das Wirtschaftssystem nachhaltig erhalten bleibt. Manche aber setzen auf Innovation und bedienen sich an neueren Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel Bitcoins. Zwischen den verschiedenen Seiten herrschen heftige Diskussionen. Hierbei haben wir die Repräsentanten der jeweiligen Seite. Mir ist meine Privatsphäre und Sicherheit am wichtigsten. Genau deshalb bleibe ich beim Nutzen von Bargeld. Unser Wirtschaftssystem soll langfristig und nachhaltig erhalten bleiben. Aufgrund dessen ist die Zahlung mit Kreditkarten effektiver. Ich setze auf Innovation und damit auf neue, anpassungsfähigere Methoden, da sie in der Zukunft eher angepasst sind. Welche Prioritäten sollen wir gemeinsam setzen? Sollen wir weiterhin Bargeld benutzen oder sind andere Methoden zukunftsfähiger?